Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir ja den Fuchs getroffen in seiner Geheimkammer, haben da den Mirror-Modus erhalten. Das heißt, wir können jetzt theoretisch hier das einmal spiegeln, das Ganze, wenn wir das wollen. Und außerdem sind wir hier unten im Wasser rumgelatscht und haben die Eispfeile bekommen. Also ja, war ein erfolgreicher Part, würde ich sagen. Und heute würde ich auf jeden Fall gerne mal wieder in die Prüfung rein. Wir haben noch 67 Rubine. Ich glaube, ich gebe mein Geld nochmal kurz aus für irgendwas. Die Frage ist, ich glaube Bomben. Ja, ich glaube Bomben nehme ich mit. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ansonsten sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus hier, oder? Krabbelminen haben wir ja theoretisch auch noch. Als Notfalllösung, aber ich glaube, hier so ein paar Bomben. 15, 20 Stück reichen doch dicke, oder? So, sind wir doch bestimmt voll. Boah, da passen ja nicht viele rein. Deko-Nüsse könnten wir auch mitnehmen. Ich glaube, ich nehme noch Pfeile mit. Ja. Einfach nochmal eine kurze Vorbereitung. Zack. Theoretisch Deko-Nüsse könnten wir auch noch mitnehmen. Ansonsten bin ich dann, glaube ich, auch schon happy. Und dann geht's ja diesmal wieder mit Strafe und allem Möglichen rein, ne? Da bin ich ein bisschen ängstlich vor, tatsächlich. Aber ich glaube, ich gebe mein Geld komplett aus, weil wenn wir wirklich gut sind, werden wir eher an unsere Grenzen kommen. Bin ich mir relativ sicher. Ich könnte aber den Heiljahrschild könnte ich mir theoretisch auch nochmal kaufen. Einfach so just for fun. Was haltet ihr davon? Komm. Den nehme ich mit. Einfach so just for fun. Nö, das war's. Und ich glaube, meine Rüstung... Ich ziehe erstmal die Magierüstung an, also die Rainbow-Rüstung. Ihr habt auch gesagt, die würde wohl Magie regenerieren. Das ist irgendwie so. Wenn man getroffen wird, regeneriert man Energie. Was ja ziemlich nice ist. Und meine andere Thermalrüstung würde ich dann anziehen, sobald ich irgendwie ins Feuer oder ins Wasser muss. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, wir gehen wieder in die harte Prüfung rein. Und wir gehen einmal in den Modus. Erstmal Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Okay, es bleibt auf Mittel. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Und dann gehen wir noch einmal auf das Rad des Todes und hoffen, dass wir da vielleicht auch keine Strafe bekommen. Es wird aber kein Schild benutzen. Also das ist, glaube ich, ganz human, muss man sagen. Ja, ich glaube, das ist voll okay. So, wir switchen wieder zurück. Oh, da kommt der Abo-Button nochmal reingeflogen. Ja, ich meine, das war jetzt voll aus Versehen. Ich muss da nochmal... Ja, da muss ich nochmal eine Kleinigkeit ändern. Ha, okay. Naja. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein in den Trial. Bin gespannt, wie es läuft. So. Das ist schon mal kein Problem gegen die Viecher. Wir machen einen ganz ruhigen. Gar kein Stress. Warum auch? Einen Hammer könnte man noch mitnehmen. Wo eigentlich? Jo. Guck mal, warum? Irgendeinen Stress machen. Zack. Gegen die geht das dann nicht. Okay. So. Ah, ich glaube, Bumerang nehme ich noch mit. Ja, ich glaube, Bumerang ist auch nice. Warte mal. Boomerang. Zack. Das nehmen wir so mit. Okay. Nächste Etage. Geld sammeln und so, ne? Oh, oh. Ja, das fängt ja schon wieder nice an. Hallo? Alter. How bad? Da hat ja gerade gar nichts mehr funktioniert mit Anversieren vor allem. Fledermaus? Das ist so ein enger Raum, ne? Das ist schon eklig.
Okay, ich muss, glaube ich, agiler sein. So. Vielleicht doch ein bisschen mehr draufgehen mit dem Schwert. Hä? Irgendwo ist noch einer. Hallo? Nein! Boah, was? Alter, das kann ja nicht wahr sein. Okay, komm, wir gehen aggressiver ran an die Sache. Sagte er und wurf seinen Bumerang. Nee, okay, hier ist der Raum. Da müssen wir wieder ein bisschen ruhiger sein. Ja, das mit den Fledermäusen hätten wir jetzt viel besser lösen können. Wir haben 3 Treffer eingesteckt. Das war ja total dumm, einfach nur. Wahnsinn, wie schlecht das war. Vielleicht allgemein, wenn wir so Fledermäuse haben, einfach mal in den zeitlosen Modus wechseln. Ich darf mein Schild nicht benutzen, Leute. Shit. Ja, man merkt es gerade, ne? Immer wenn ich getroffen werde, regeneriere ich Magie. Sollte man unter Umständen mal ausnutzen, aber... Ach Mann! Was mache ich denn hier? Spiel voll die Scheiße zusammen. Ja, also das ist... Das ist peinlich. Okay, was könnte man noch machen? Also aktuell ist einfach nur Kacke, was ich hier mache. Vielleicht sollte ich wirklich mehr mit Magie rangehen. Guck mal, Nairus Love. Vielleicht sollte ich die wirklich einfach mal reingehen mit Nairus Love. Ja, komm. Aber ich behalte trotzdem den Boomerang, glaube ich. So, was haben wir jetzt für einen Raum? Ich mache einfach mal, weil wenn ich getroffen werde, dann regeneriere ich sowieso Magie. Oh, halbe Magie weg. Außerdem können wir dann mal ausprobieren, wie viel Magie wir regenerieren. Das ist natürlich so eine Runde, werde ich wieder nicht getroffen. Zeig mal kurz. Scheint auch. Okay, das hält aber übelst nicht lange. Also das muss ich mir wirklich besser aufheben. Okay. Gut zu wissen. Dann vielleicht doch eher das und mal so hier. Ah, da ist Hammer Time. Warte. So, schön. Gute Runde. Weiter geht's. Jetzt stecke ich natürlich wieder gar keine Treffer ein, ne? Okay, komm, ich mach das mal kurz. Oh, ich kann nicht mal ins Menü gehen, wenn ich das mache. Oh, wie bad. Okay, der stirbt instantly, wenn er in die Lava kommt. So, jetzt haben wir irgendwo noch eine Fledermaus. Warum bin ich denn heute so schlecht? Vielleicht bin ich noch müde. Ich glaube, ich nehme gleich erstmal einen Schluck Kaffee, wenn wir die Runde geschafft haben. Wo ist denn die Fledermaus?
Zack. Oh, Alter. Okay, Schluck Kaffee. Es muss besser gehen. So, das ist jetzt eine easy Runde. So, seht ihr? So muss es laufen. Easy peasy lemon squeezy. Jawohl. Okay. Das ist auch leicht. Ich muss, glaube ich, aggressiver spielen einfach, Leute. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich machen muss. So, jetzt sind wir erstmal auf dem, ja. Okay. Ihr habt mir auch gesagt, wir haben ja vor kurzem diese Glocke gekauft hier, ne? Die hier. Die ist dafür da, dass wirklich auf jeder dieser Ebenen, auf der wir uns jetzt befinden, ein Händler erscheint. Ist mega gut, finde ich. Also das ist ein mega gutes Item. Vor allem, wenn der jetzt zum Beispiel einen Trank hätte, dann würde ich mir den gönnen. Green Potion, guck mal. Jetzt, baller ich mir den Trank hier rein. Zack. Ich frage mich, wie viel das auffüllt, ob das full machen würde. So, und jetzt kaufen wir uns den für 30 Rubine wieder. Und wir sind happy. So, schön. Und dann gehe ich wieder auf die Uhr. Und dann benutzen wir einfach ein bisschen mehr Magie jetzt. Würde ich sagen. Ballern ein paar Pfeile raus. Wir haben noch 50 Rubine. Weiter geht's. Das ist auf jeden Fall keine gute Runde bis jetzt. Ich mache einfach mal. So, zack. 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 Ich will das mal ausprobieren, so ein bisschen. Das ist doch cool, oder? Das ist geil, ey. Es ist so geil. Ganz ehrlich, das ist so gut mit der Uhr. Ich habe das vorher gar nicht so eingeschätzt, aber das ist ja sowas von imbar, das einfach diese Pfeile in die Luft zu setzen, ne? Wahnsinn. Okay, das ist auch easy. Sagte er und rannte fast in die Qualle. So, komm jetzt. Hau weg, das Vieh. Okay. Da können wir wenigstens ein bisschen Rubine farmen mal. Jo. So, die Qualle nehmen wir auch ganz smart mit. Einfach mit dem Bumerang ein bisschen Rubine regenerieren nebenbei. Das ist wichtig, glaube ich. So, dann hätten wir das nämlich auch schon. Okay. Okay, das ist auch ein richtig schöner Raum. Weil da gibt es auch schön Geld. Und wir sind ja eigentlich hier wegen Geld, ne? Wegen Geld und Ruhm. So, wir haben scheiße angefangen. Und ich hoffe, wir machen jetzt ein paar Fortschritte. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach in manchen Situationen mehr mit unseren Items spielen. Ich glaube, das ist hier sehr wichtig. Okay, guck mal, das ist easy. Frage, soll ich da trotzdem einmal mit dem Bumerang rein? Gibt halt Geld. Und wenn Pfeile kommen, kaufe ich mir halt einfach neue, weißt du? Ich meine, später werde ich auf jeden Fall noch genug Pfeile brauchen, bin ich mir relativ sicher. Jetzt haben wir noch 40. Geht noch voll klar, finde ich. So, kommt noch ein Rubin? Ja, da mache ich schon wieder 100 Rubine. Yay. Okay. Der Kumpel. Gibt es auch eine leichtere Methode gegen den? Mit der Uhr kann man da, glaube ich, auch sich mega positionieren, oder? Gegen den Typen. Aber
da ist mir, glaube ich, die Magie zu schade. So. Geld? Okay, 5 Rubine. Nehmen wir noch mit. Zack. Und weiter geht's. Okay, sind wir doch schon auf Ebene 15 jetzt, ne? Kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Schlecht. Einfach nur schlecht. Alles, was fliegt, ist einfach nur Hass für mich, ganz ehrlich. Alles andere hat mich aber auch noch nicht getroffen hier in dem Spiel. Okay. Ich mach mal kurz den. Haben wir schon die verbesserte Uhr, Leute? Okay, warte. Ich muss noch mal kurz die Zeit anhalten. Zack. 1, 2. Und weiter geht's. Oh oh. Oh, der hat's überlebt? Jawohl, ich hab ihn gestunt. Der ist wieder drin im Baum. In seinem. Boah, was mache ich denn hier? So, er hier. Tschüss. Okay. Jetzt er hier. Tschüss. Oh, Alter, das war auch schon wieder so schlecht. Leute, es tut mir ja echt leid, gell, was ihr euch hier gerade angucken müsst, aber das tut mir ja selber in der Seele weh. Okay, ganz viele davon. Ba. Schon wieder ein Treffer. Ja, die will ich gar nicht treffen. Ja. Ja, den schon eher. Okay, nice. Jetzt eine schöne Wirbelattacke. Okay, wir haben wieder ein bisschen Kohle, Leute. Aber ansonsten haben wir halt nichts. Okay, den mal eben weggehauen. Zombies, Leute. Was machen wir gegen die? Also theoretisch einmal ranziehen und dann ist der eine tot. Und dann können wir alle anderen weghauen. Frage ist, welcher ist der Beste? Ich glaube, der hier. Dein Ernst? Erwischt er mich echt noch? Leute, was ist denn nur los? Ich hoffe, auf der nächsten Ebene kriegen wir Heilung oder so. Okay. 1, 2. 1. Und ich mach von hier hinten nochmal einen irgendwie so. Zack. Shit, daneben. Okay. Tschüss. Haben wir schon wieder Magie regeneriert, aber Herzchen halt nicht, ne? Boah, eine Potion wäre schon echt gut. Okay, warte. Kann ich? Doch. Kann ich. Ich gebe gerade schon wieder mega viele Pfeile aus. Okay, alle tot. Weiter geht's. Okay, das muss einfach sein jetzt. Zack. 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 Und zack. Okay, sehr gut. Vögelchen? Weg damit. Das
Das gefällt mir alles hier nicht, was wir hier machen aktuell. Okay, das war easy. Wow. Ey, das ist so traurig, was ich hier zu... Leute, es tut mir so im Herzen weh, was ich hier gerade spiele. Sind das nur Zombies und die? Da versteht man die Runde schon wieder gar nicht, ne? Das ist so easy. Und der Part ist vorbei. Okay. Warte, ich halte mal kurz die Zeit an. Shoote den mal kurz weg, shoote den mal kurz weg und geh mal. Und da gehen wir einfach mal so rein. Tschüss. Fertig. Jetzt, das war glaube ich der Übergang, ne? Jetzt sind wir auf Ebene 20. Okay, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge für heute zu beenden. Wir gönnen uns noch mal ein bisschen Kohle. Es ist so schlecht, ne? Es tut echt weh. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz, was hast du zu verkaufen, mein Freund? Eine Fee, Alter. Ja, oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, eine Fee nehmen wir mit. Die Frage ist, wie viel füllt die hier auf? 8 Herzen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die nehmen wir mit. Also erstmal Magie-Potion, weg damit. Vielleicht steht da, wie viel die auffüllt. 150 Rubine ist knackig. Aber ich glaube, ich möchte mal gucken, wie weit wir kommen. So, eine Fee, die wird gar nicht angezeigt. Okay, aber steht nicht da, wie viel. Das sehen wir dann. Thank you very much, ja. Der ist glücklich, ne, über sein Geld. Okay, ich glaube, wir müssen auch mit Items jetzt ein bisschen sparsamer werden. Wir haben nur noch 23 Pfeile, ist nicht mehr viel. Ich glaube, ich wechsle mal hier zum Beispiel auf den Hammer und hier auf den Boomerang. Aber in schwierigen Situationen werde ich, glaube ich, auf Nairus Lauf mal rübergehen. Okay, gut Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Ultimate Trial. Tschüssi.